sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Klöckner, sehr geehrte Frau Nienhaus, lieber Herr Özdemir, lieber Rainer Hank, Sie alle werden noch unter dem Eindruck der Bundestagswahl stehen und auch in mir halt der letzte Sonntagabend noch in gewisser Weise nach. Aber ich muss auch zugeben, dass sich dieses Großereignis für einen deutschen Verleger in eine Reihe von Großereignissen eingliedert. Denn die Zeit jetzt so vor der Buchmesse ist so die große Zeit der Buchpremieren. Und das ist für uns immer wichtig. Und ich freue mich auf jede Buchpremiere. Aber auf diese Buchpremiere war vielleicht meine Vorfreude am allergrößten. Und also die ist ehrlich gesagt so groß, dass ich es kaum erwarten kann, dass ich aufhöre zu sprechen und es jetzt auch gleich losgeht. Aber Sie müssen mir erlauben, dass ich doch ein paar Worte noch sage. Denn es ist ja alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass nur zwei Tage nach einer Bundestagswahl zwei wichtige Politiker sich die Zeit nehmen, über ein Buch zu sprechen. Und das ist dankenswert und aber auch vielversprechend. Nicht zuletzt, weil der Wahlabend ja gerade unter, sage ich jetzt mal, machttheoretischer Betrachtungsweise ja ein merkwürdiger, überraschender, teilweise bizarrer Abend war. Ich hatte manchmal das Gefühl, Macht hier in der Form von Regierungsverantwortung sei ein geheimnisvoller Gegenstand, der, wenn man sich ihn überstreift, einen zu großen Fähigkeiten aber auch bringt, aber ihn eigentlich auch mit einem Fluch behaftet, den man nie wieder los wird. Insofern wurde die Macht von einem zum anderen oder die Machtoption von einem zum anderen geworfen. Ich hoffe, Sie erlauben mir diesen Vergleich mit dem Gegenstand. Vielleicht zur Erklärung, bei uns erscheinen auch die Werke von J.R.R. Tolkien, also auch der Herr der Ringe, deswegen liegt es nahe. In Rainer Hanks Buch bedient er sich mehr einer anderen popkulturellen Referenz, nämlich der Star Wars Saga. Und auch in dem Zusammenhang hatte man das Gefühl, dass vor 18 Uhr viele Politiker vor dem Fernseher saßen und sagten, möge die Macht nicht mit uns sein, aber es kann halt, irgendjemand trifft es dann. Also da verspreche ich mir einiges von der heutigen Veranstaltung. Aber meine Vorfreude gilt natürlich auch oder in erster Linie der Hauptperson des heutigen Abends, Rainer Hank, unser Autor Rainer Hank. Wenn ich das so sage, unser Autor Rainer Hank, da läuft es mir sozusagen ein süßer Schauer, läuft mir den Rücken runter, weil es wirklich so ist, na, das müssen Sie sich jetzt leider anhören, dass wir seit Jahren oder Jahrzehnten fast schon diese Vorstellung haben, einmal ein Buch von Rainer Hank veröffentlichen zu können. Das hat viele Gründe. Unsere beiden Sachbuchlektoren Johannes Tschayer und Christoph Selzer, die leider heute nicht hier sein können, kennen Rainer Hank schon seit vielen Jahren. Rainer Hank ist als, ich sag mal, Querdenker, der sein Querdenkertum immer aus der reinsten Vernunft sozusagen ableitet, ein idealer Klett-Cotta-Autor. Und außerdem ist er auch bei uns im Verlag so eine Art virtuell-intellektuelle Autorität. Also es kommt häufiger vor, dass wir uns in Lektoratssitzungen fragen, was würde jetzt Rainer Hank dazu sagen? Und der Weg, auf den es das führt, ist eigentlich immer der richtige. Also, das ist das, was ich Ihnen noch mitgeben wollte. Jetzt freue ich mich mit Ihnen auf dieses kluge, überraschende Buch und gemeinsam vielleicht einen Blick in dieses Buch, aber auch in die Abgründe und Verheißungen der Macht werfen zu können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß heute Abend. Es wird die Spannung noch etwas gesteigert, bevor Rainer endlich ans Pult treten darf. Herzlich willkommen im Atrium der FAZ. Schön, dass Sie hier hingefunden haben, und diese Buchvorstellung ist etwas, auf das auch ich mich besonders gefreut habe, schon seit Wochen, und zwar nicht nur, weil wir diese zwei Gäste hier haben, die Sie alle kennen, Julia Klöckner und Cem Özdemir, und wir quasi die Koalitionsverhandlungen hier live beginnen können, sondern weil ich das Buch, um das es geht, sehr, sehr gerne gelesen habe, fast in einem Rutsch. Zwei Abende und Nächte habe ich gebraucht dafür,
Mein Name ist Lisa Nienhaus, ich bin stellvertretende Ressortleiterin der Wirtschaftsredaktion der Zeit und ich werde Sie heute 90 Minuten lang durch den Abend führen. Das Buch, um das es geht, trägt den provokanten Titel Lob der Macht. Geschrieben hat es, wie Sie jetzt schon mehrfach erfahren haben, Rainer Hank. Er leitet das Wirtschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und er tut dies eigentlich schon, seit es die Sonntagszeitung gibt, seit dem Jahr 2001. Anders als manch anderer, ohne je aufzuhören, sich dafür zu begeistern. Nebenher schreibt er immer wieder Bücher zu so unterschiedlichen Themen wie der Finanzkrise oder zur Frage, wieso viele in seiner Generation mal so links waren und auf einmal alle nicht mehr links sind. Jetzt aber Macht. Und irgendwie musste das kommen. Rainer Hank ist ja von Berufswegen ein Beobachter der Macht. Als Wirtschaftsjournalist trifft er die mächtigsten Männer und Frauen der Republik, vom Bundesbankpräsidenten bis zum BMW-Chef. Da ich sehr lange mit Rainer in Frankfurt zusammengearbeitet habe, weiß ich, dass ihn das wahnsinnig fasziniert. Wenig anderes fasziniert ihn so sehr wie die Machtspiele und Machtverhältnisse, die in Unternehmen und Politik vor sich gehen, die Strategien, die Intrigen, die Allianzen, die sich bilden, wenn die Mächtigen abgesägt werden oder die forschenden Untergebenen kaltgestellt werden. Er hat über viele Jahre Material dazu gesammelt, in Form von Artikeln und Erinnerungen. Es wurde Zeit, das mal aufzuschreiben. Was dabei zusammengekommen ist, ist so neu, frisch, klug und überzeugend. Manchmal kann man sich auch darüber ärgern, an der einen oder anderen Stelle, dass das Buch auf der Shortlist zum Deutschen Wirtschaftsbuchpreis steht. Und das zu Recht, absolut zu Recht. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht länger hier was erzählen und überleiten zu Herrn Hank, der uns jetzt was erzählen wird. Seine 4 Thesen zur Macht. Außerdem wird er ein wenig vorlesen aus seinem Buch. Meine Damen und Herren, ich habe mich auch sehr gefreut auf heute Abend, bin ein bisschen aufgeregt, aber jetzt sind alle schon so nett zu mir, Lisa und Herr Kraushaar, und das macht es dann schon etwas einfacher. Und ich darf am Anfang das Buch, um das es geht, ein bisschen präsentieren. Ich präsentiere es von den Rändern her, möchte ich sagen, ein klein bisschen auch aus aktuellem Anlass, aber das wird sich ergeben. Ich lese im Grunde ist das ein Exkurs über Schmeichler, Haushälterinnen und Hofschranzen, also den Vorraum der Macht, gar nicht wirklich die Macht, und werde dann versuchen, das kann man jetzt nicht zusammenfassen, aber doch 4 wichtige Punkte nochmal als Thesen zu formulieren, und dann freue ich mich und fühle mich auch geehrt, dass Frau Glöckner und Herr Özdemir mit mir, ich mit Ihnen und mit Lisa diskutieren. Also dieser Exkurs, der hat sich ergeben bei der Frage, wie konnte es eigentlich zum VW-Skandal kommen, bis heute nicht aufgeklärt, und welche Rolle spielte wohl der Vorstandsvorsitzende von VW, Martin Winterkorn? Das heißt, es ist am Ende eines längeren Stückes schon über Winterkorn, das ich aber nicht nur aus Zeitgründen Ihnen jetzt erspare. Wie kann es sein, dass über Jahre hinweg ein derart eklatanter Fall von Täuschung und Betrug unerkannt bleibt? Und wie kann es zu einem derart eklatanten Fall von Machtmissbrauch an der Spitze eines Unternehmens kommen? Das darf man sich nicht allzu simpel vorstellen. Kaum denkbar, dass der Mann ganz oben per UKAS den Betrug in Amerika angeordnet hat. Er wird auch dafür gesorgt haben, dass, sollte so etwas vorkommen, er nicht explizit Notiz nehmen musste. In engster Nähe zu Winterkorn gab es über viele Jahre, wie aus den FBI-Dokumenten hervorgeht, die den Fall aufgearbeitet haben, einen Vertrauten, den sie in der Firma den Feuerwehrmann nannten und der den vielsagenden Namen Bernd Gottweiß trägt. Gottweiß war für die Brandmauer zuständig. Er hatte dafür zu sorgen, dass Winterkorn nichts entging, ohne dass er zu viel wusste. Wer die Macht hat, muss sich einen Raum der Unschuld und des Nichtwissens sichern. Im Strafprozess kennen die Juristen die Formulierung mit Nichtwissen bestreiten. Genau das macht Winterkorn. Es ist die auf den deutschen Juristen Karl Viktor von Haase, er lebte 1834 bis 1860, zurückgehende Haltung des: Ich weiß von nichts, mein Name ist eben so.
Macht funktioniert nur, wenn es einen Vorraum der Macht gibt, der unter anderem die Aufgabe hat, den Mächtigen vor zu viel oder sagen wir vor gefährlichem Wissen zu schützen. Vor jedem Raum direkter Macht bildet sich ein Vorraum indirekter Einflüsse und Gewalten, formulierte der Staatsrechtler Carl Schmitt, ein Klett-Cotta-Autor, darf man hier sagen, einmal beiläufig, ein Zugang zum Ohr, ein Korridor der Seele des Machthabers. Es gibt keine menschliche Macht ohne diesen Vorraum und ohne diesen Korridor, so Carl Schmitt. Das Vorzimmer, in dem die Bittsteller antichambrieren, brachte in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Rollen und Charaktere eines Hofstaats hervor. Schmitt sieht Minister und Botschafter in großer Uniform, aber auch Beichtväter und Leibärzte, Adjutanten, Kammerdiener und Mätressen. Nicht zu vergessen die Sekretärin, die gute Seele oder der sprichwörtliche Vorzimmerdrachen. Durch Ernst Jünger, Schmitts Freund, wird der Vorzimmergesellschaft auch noch die heute ein bisschen außer Mode gekommene katholische Pfarrhäuserin oder Pfarrhaushälterin hinzugestellt, die als Dienerin großer Macht über den Herrn Pfarrer große Macht hatte. Häufig war er ihr Bruder, für den sie sich opferte, indem sie unverheiratet blieb und dafür mit der Macht des Zugangs und ein bisschen exklusiver Geschwisterliebe reichlich entschädigt wurde. Übrig geblieben ist davon heute nur noch eine homoerotische Spielart. Der schöne, alle Welt an George Clooney erinnernde Prälat Georg Genswein diente im Vatikan inzwischen im Rang eines Erzbischofs, nicht nur Papst Benedikt XVI., sondern auch dessen Nachfolger Franziskus. All diese Günstlinge schirmen ab oder lassen ein, haben das Ohr des Meisters. Wenn sie stark sind, können sie dessen Willen auch beeinflussen, ihm gar Widerworte geben. Wenn sie schwach sind, sind sie nur Speichellecker und Echogeber, Ministranten am Altar der Macht, die ihren Herrn vor der Wirklichkeit schützen und mit dazu beitragen, dass er immer weniger von der Realität versteht, was am Ende ihm zum Verhängnis wird. Wenn das der Führer wüsste, war eine in der Nazizeit gebräuchliche Formulierung, die den Wunsch des Volkes ausdrückte, dem Mann an der Spitze sollte das Wissen von besonders widerlichen Vorkommnissen erspart bleiben. Das verweist auf eine merkwürdige Dialektik, wonach nicht nur Wissen, sondern auch Nichtwissen Macht sein kann, wobei es sich allerdings bei dieser besonderen Form des Nichtwissens ganz offenkundig um eine wissende Form des Nichtwissens handelt. Nichtwissen wurde zu einem kollektiven Machtinstrument der Deutschen nach 1945. Albert Speer war darin ihr großes Vorbild und ein Meister. In vielen Familien gibt es so etwas wie ein offenes Geheimnis, ein von allen geteiltes Wissen, zum Beispiel darüber, dass das jüngste Kind einen ganz anderen Vater hat, welches auszuplaudern verboten ist, was wiederum als Verrat geahndet würde. Der Abgasbetrug von VW fällt unter diesen Typus einer für die Firma nützlichen Illegalität, ein Zitat von Niklas Luhmann, die man in der Unternehmensfamilie verschweigt. Man handelt gesetzeswidrig, aber für einen guten Zweck und im Interesse des Unternehmens, um Schaden von ihm abzuwenden. Viele Kollegen sind eingebunden, sie wissen, ahnen dumpf, dulden stillschweigend. Auf diese Weise werden alle voneinander abhängig. Den Philosophen, den israelischen Philosophen Avishai Margalit erinnern solche Abhängigkeitsbeziehungen in großen heutigen Konzernen an Feudalverhältnisse einer vormodernen Gesellschaft. Ihre Bindewirkung haben sie oberflächlich betrachtet über den arbeitsrechtlichen Vertrag. Doch das Klebemittel, das wirklich haftet, ist die unbedingt geforderte Vasallentreue, Loyalität genannt. Loyalität, immer positiv, wirkt als zäher Klebestoff in einer guten Beziehung, schreibt Margalit. Er öffnet die Augen dafür, dass Loyalität nicht nur positiv zu sehen ist, sondern gefährlich werden kann. Ihre stärkste Bindung entfaltet sie in der Familie. Dort wirkt die Blutsverwandtschaft als Kitt. Nicht ohne Grund legen auch Unternehmen größten Wert auf die Loyalität ihrer Mitarbeiter, wenn sie diese auf gemeinsame Ziele einschwören. Getreu dem Motto, wir gehören doch alle zu einer großen Familie. Verrat in der Familie ist das Allerschlimmste, was sich denken lässt. So etwas macht man nicht. Es ist eine Art gemeinsamen Verschweigen. Der Mann an der Spitze lebt davon, zumindest solange es gut geht. Am Ende allerdings bleibt nicht die kleinste Spur von Loyalität mehr übrig. So schnell kann sich der Klebestoff auflösen, wenn die Macht entschwunden ist. Auch das konnte man bei Winterkorn sehr schön sehen.
Ist das nun ein Zeichen von Schwäche oder von Stärke, sich diesen Vorraum der Macht zu halten? Es wäre naiv, für den besten Machthaber jenen zu halten, der einsame Entschlüsse fasst. Das verweist eher auf Paranoia und wäre ein Indiz für ein Spätstadium im Prozess des Machtverfalls. Angela Merkel, die mit Theresa May in einigem verwandt ist, beide Frauen sind kinderlos, was im Zusammenhang mit dem Willen zur Macht keine Nebensache sein dürfte, stützt sich seit Jahren auf ein stabiles Netz von Vertrauten, zumeist Frauen, von denen sie absolute Verschwiegenheit erwartet. Soweit bekannt, hat niemand dieses Gebot bislang gebrochen. Verrat würde mit Ausschluss bestraft. Spannend wird, wer aus dem Kreis der Vertrauten das Schweigen bricht, wenn Merkel einmal nicht mehr Kanzlerin ist. Das Scharnier nach außen übernimmt im Umfeld, jetzt kommt mein aktueller Anlass, übernimmt im Umfeld Merkels indessen ein Mann. Er heißt Volker Kauder. Es lohnt ihm, in unserem Text auch eine kleine Nebenrolle zuzuweisen. Kauder, wenige Jahre älter als Merkel, war einmal im gegnerischen Lager. Im Bundestagswahlkampf 2002, als Edmund Stoiber sich gegen Angela Merkel als Kanzlerkandidat durchsetzte und bei der Wahl scheiterte, war Kauder auf der Seite Stoibers. Merkel, die ihre Gegner in der Regel vollständig vernichtet, hat ihm das anders als sonst nicht verübelt, sondern ihn, den Konvertiten, nachdem er die Seiten gewechselt hat, zu ihrem Generalsekretär, später dann zum Fraktionsvorsitzenden gemacht, mithin zu ihrem wichtigsten Vertrauten, oder sagen wir einem ihrer wichtigsten Vertrauten, mit Aufgaben in die Partei und Fraktion hinein betraut. Merkel hätte ihn vernichten können. Kauder weiß das. Stattdessen hat sie ihn zum Politkommissar in der eigenen Partei gemacht. Das macht seine Loyalität nicht ganz freiwillig grenzenlos. Kauder agiert wie ein gnadenloser Apparatschik. Er ist der Inbegriff des Hofschranzen. Abweichlern, etwa Euroskeptikern, droht er mit der Höchststrafe, dem Entzug des Wahlkreises und Verstoß auf hintere Listenplätze, tödlich für Berufspolitiker. Zugleich hat er als Süddeutscher aus dem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen das Ohr an der südwestdeutschen Parteibasis, die nach wie vor Merkel-kritisch bis feindlich ist. Frauen aus dem Osten pflegt man dort nicht ernst zu nehmen. Kauder muss sie einfrieden. Er muss Merkel Rapport erstatten. Kauder ist von Merkel abhängig, aber sie ist auch von ihm abhängig. Kauder will und kann Merkel das Amt nicht streitig machen. Er könnte aber in ein neues Lager überwechseln, wenn er merkt, dass Merkels Macht bröckelt. Nach der Flüchtlingskrise und in den Honeymoon-Wochen des Schulz-Hypes war es schon einmal fast so weit. Kauder hat beste Verbindungen zum Landsmann Wolfgang Schäuble, der als Senior-Rivale gehandelt wurde, damals. Ihm wäre auch zuzutrauen, dass er sich Nachwuchsstar Jens Spahn andient. Spahn wäre das gewiss unangenehm, aber womöglich könnte er eine Zeit lang auf Kauder angewiesen sein. Noch ist es nicht so weit, deshalb zurück zu den tatsächlich Gescheiterten und Gefallenen. Und dann lande ich bei Thomas Mittelhoff, über den ich jetzt hier nichts lese. Also es könnte aber auch sein, und ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, deswegen hatte ich gesagt, das ist der aktuelle Bezug, bei der Wiederwahl von Volker Kauder heute zum Fraktionsvorsitzenden gab es keinen Gegenkandidaten, aber von 230 Abgeordneten gab es 51 Nein-Stimmen. Sowas hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Es könnte also auch sein, dass das Bröckeln der Macht sich im Vorraum der Macht als erstes zeigt und dann wäre es so, dass sozusagen erst er fällt und dann die Chefin. Ich weiß das alles nicht. Ich fasse jetzt eben, damit wir dann anfangen können zu diskutieren, sagen wir nicht das Buch, das mag ich nicht, aber ich will vier Punkte als Thesen herausstellen, die mir besonders wichtig waren in der Beschäftigung mit dem Thema Macht. Erstens, der Drang, Macht zu erringen, ist Triebfeder des zivilisatorischen Fortschritts. Der Wille zur Macht ist Leistungsansporn und Lustgewinn. Der Wille zur Macht produziert Herr-Knecht-Verhältnisse oder, wenn man will, auch Koch-Kellner-Verhältnisse, ist somit Ursprung von Ungleichheit, Wettbewerb und Neid und der fortwährenden Lust, die Mächtigen vom Thron zu stoßen. Zweitens, nie sind wir so mächtig wie zum Zeitpunkt, wenn wir die Macht noch nicht haben.
Selbstüberschätzung ist für den Aufstieg zur Macht notwendige und durchaus positive Voraussetzung, um den Testosteronausstoß zu initialisieren. Ich hatte auf meinen Thesen, denken Sie an Christian Lindner, keine Ahnung, warum das da steht. Hinzu kommen muss ein ordentlicher Schuss Empathie, eine egoistische Begabung, die hilft, sich in andere, also Wähler oder Kunden im Wirtschaftsbereich, einzufühlen, auf dem Weg Macht zugeteilt zu bekommen. Macht kann man nicht einfach ergreifen, Macht bekommt man zugeteilt und deswegen ist Empathie wird grandios überschätzt, wenn man daraus eine altruistische Tugend macht. Empathie ist sehr wichtig, aber Empathie kann genauso egoistisch oder neutral, so würde ich es bei der Macht beschreiben, verwendet werden. Ohne Empathie kein Weg an die Macht. Drittens, hat man die Macht einmal errungen, geht es von da an bergab. Der schönste Tag ist der Tag, an dem man sie errungen hat. Bei Schulz war es blöderweise so, der schönste Tag war der Tag der 100%, wo er zum Machtprätendenten ernannt wurde. Also hat man die Macht einmal errungen, geht es von da an bergab, nicht zuletzt, weil die Empathie nachlässt und die Selbstüberschätzung in Hochmut und Überheblichkeit umschlägt. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Fortuna ist ein unberechenbares Weib, deren Rad sich unaufhörlich weiterdreht. Richard III. Bei Shakespeare ist dafür ein Musterfall und deswegen auch ein ganz besonders schönes Drama, wenn man was über die Macht wissen will. Nicht sehr Originelles zu sagen, es lohnt sich trotzdem. Auf dem Weg von Bernd Lucke über Frauke Petri bis zu Alexander Gauland sieht man genau diesen Prozess mustergültig. Auf dem berühmten, Schafott-Parteitag von Bernd Lucke wurde Lucke wie ein Hund vom Hof gejagt und dasselbe Schicksal, fast spiegelbildlich, hat jetzt sich Frauke Petri eingehandelt. Heute ist sie aus der Partei ausgetreten. Ausnahmegestalten halten sich länger auf dem Plateau der Macht. Angela Merkel zählt zweifellos dazu. Sie hat alles richtig gemacht und ihren Machiavelli verinnerlicht. Weiß gar nicht, ob sie ihn gelesen hat. Meuchle alle Rivalen, auch die, die dir beim Aufstieg geholfen haben. Lasse Diadochenprätendenten erst gar nicht hochkommen. Doch seit Sonntag ist auch Merkel in den Händen der unberechenbaren Fortuna. Die dreiste Leugnung des Machtverlustes am Wahlabend, denke ich, wird auf sie zurückfallen. Die Nachfolgedebatte ist im Gange, so mein Eindruck, wie überhaupt. Der Wahlabend und die zwei Tage danach unter Machtgesichtspunkten außerordentlich interessant sind, wenn man die beiden Teile der großen Koalition nimmt, so ist die SPD ja jetzt in die Rolle verfallen, zu sagen, wir taten so, als wollten wir die Macht, aber jetzt wollen wir sie gar nicht oder gar nicht mehr. Macht schadet uns nur. Wir nehmen lieber die Position der Machtlosigkeit, die Opposition. Nun kann man, darüber schreibe ich schon auch, aus der Position der Machtlosigkeit einen großen sekundären Machtgewinn beziehen, aber erst einmal gehen sie in die Position der Machtlosigkeit. Während das Umgekehrte Merkel ja macht, sie sagt, was scheren mich die vielen Stimmen, die ich verloren habe, was scheren mich Stimmen überhaupt, wenn mir die Macht bleibt. Ob das nun eben Realitätsverweigerung oder besonders ausgefuchster Machiavellianismus ist, könnten wir diskutieren. Denn ich bin nun schon bei der allerletzten These, die heißt, Macht ist zu loben, solange sie bestreitbar ist. Das ist irgendwie in 30 Jahren Wirtschaftsjournalist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Wettbewerb, egal wo er ist, politisch, wirtschaftlich, ist das beste und wünschenswerteste Entmachtungsverfahren. Das ist die große Tradition der Freiburger Schule und die gilt eben auch für die politische Ökonomie. Deshalb sind die Tendenzen zur Monopolisierung der Macht in der Türkei, in Amerika, in Ungarn, in Polen so gefährlich. Monopolisierung der Macht ist eine der schlimmsten Arten des Missbrauchs der Macht, sodass das Lob der Macht, der Titel dieses Buches, kein blindes Lob der Macht ist, sondern, wenn man es ein bisschen komplizierter sagen würde, geht es um das Lob der Bestreitbarkeit der Macht, was zugleich auch das Lob der Macht ist. Danke, dass Sie soweit erst einmal zugehört haben. Politik ist interessant, wenn es nicht um Politik geht. Dieser Satz stammt von
Bitte setzen Sie sich. Am besten in die Mitte, ich gehe auf die Seite. Okay so? Ja. So machen wir es. Dieser Satz stammt von Lord Michael Dobbs, dem Erfinder der amerikanischen Serie House of Cards, die vermutlich die meisten hier kennen. Und der Satz geht noch weiter. Politik ist interessant, wenn es nicht um Politik geht, nicht um Großbritannien, Amerika oder sonst ein Land, sondern um die großen Themen Macht, Neid und Sex. Wenn man Rainer Hank zuhört, dann hat man das Gefühl, Lord Dobbs hat recht. Reden wir also über Macht. Ist Macht nur eine Frage der Pose? Woran erkennt man Mächtige? Wieso wollen so viele die Macht? Wozu braucht es Macht überhaupt? Wir wollen diskutieren. Neben Rainer Hank diskutieren wir mit Julia Klöckner, der Vorsitzenden der CDU in Rheinland-Pfalz und stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei. Herzlich willkommen. Und mit Cem Özdemir, dem Bundesvorsitzenden der Grünen. Beide sind derzeit durchaus in einer mächtigen Position nach dieser Wahl. Vor 2 Tagen hat Deutschland gewählt. Es haben so viele Menschen teilgenommen wie lange nicht mehr. Und Wochen vorher und Wochen nachher wird kaum über was anderes berichtet. Von diesem Machtkampf, der durch die Wahl stattfindet, geht offenbar eine wahnsinnige Faszination aus. Der Spiegel macht ein extra Heft. Die Online-Seiten bieten jetzt noch 2 Tage nach der Wahl Live-Ticker zu jedem Detail an. Frau Klöckner, was glauben Sie, wieso sind die Menschen so fasziniert von diesem Kampf um die Macht, der vielleicht in der Politik am unmittelbarsten stattfindet? Guten Abend. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es auch Verlierer geben kann. Denn wenn es einen Kampf gibt, gibt es Gewinner und Verlierer. Es gibt Konstellationen und vor allen Dingen gibt es ein Datum, auf das alle schauen. Und das kann auch relativ bequem sein und es ist nur alle 4 Jahre. Insofern ist das Gewinnen und Verlieren, das Machtverschieben, ist ein gewisser Voyeurismus, also angezogen werden davon von Menschen, die Macht haben, angebliche Macht haben. Und auch zu sehen, dass man vielleicht Teil dessen sein kann durch Wissen. Wissen ist dann Macht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist der Punkt. Und ein Live-Ticker würde sich ja übrigens, wenn es hier eine Monopolisierung der Macht wäre, weil dann gäbe es keinen Live-Ticker mehr, dann das Monopol wäre dann so umfassend, dass dann noch bestimmt werden würde, was überhaupt berichtet werden würde. Herr Özdemir, wir schauen nicht nur sozusagen zu den Bundestagswahlen auf den Machtkampf, sondern wir schauen auch auf Machtkämpfe und Wahlen anderswo, zum Beispiel zuletzt in Amerika. Seit Trump dort die Wahl gewonnen hat, hat die ganze Welt wieder dorthin geschaut, weil er seine Macht sehr offen demonstriert, seine Machtkämpfe vielleicht offener austrägt als andere Politiker. Ist das eigentlich verwerflich? Und wenn ja, ist denn die Kungelei im Hinterzimmer sozusagen, die vielleicht eher die deutschere Variante ist, so viel besser? Auch von meiner Seite aus guten Abend. Es ist zumindest nicht, hört man mich? Es ist zumindest nicht das, was die Grünen mal mit Transparenz meinten, was jetzt Donald Trump mit seinen Tweets macht und zum Teil ja auch auslösen kann, wenn man die Auseinandersetzung sieht mit Nordkoreas Diktator, mit dem Auslöschen. Und anschließend muss dann quasi die UN-Botschafterin oder Kabinettsmitglieder versuchen, das wieder einzufangen, was der Präsident macht. Das ist schon eine Art von Verschiebung, die man sich, glaube ich, so nicht hätte vorstellen können. Ich meine, ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo die Militärs das Feindbild waren, die Zivilisten eigentlich die Guten. In den USA haben wir jetzt mittlerweile eine Situation, dass die Militärs wahrscheinlich jetzt die sind, auf die man hoffen muss, dass sie einen verrückten Zivilisten bändigen und daran hindern, die Welt in Flammen zu setzen. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine völlige Verschiebung der Realität. Und dann kommt ja noch dazu, wir verdanken die Demokratie, wie wir sie in der Bundesrepublik Deutschland haben, ja unter anderem dem Eingreifen der USA während der Hitler-Barbarei mit dem Stopp des Nationalsozialismus, mit dem Sieg über den Nationalsozialismus und das, was wir dann später im westlichen Teil unseres Landes erfahren durften, die Freiheit, die verdanken wir ja nun auch denen, also alles, was sie uns beigebracht haben. Und dass nun die, die uns die westlichen Werte beigebracht haben, vom Glauben abfallen, in der Herzkammer der Demokratie einer sitzt, der im Prinzip allem Hohn spricht, was die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der USA ursprünglich mal meinten, das ist schon atemberaubend. Das zeigt aber natürlich auch, dass das, was Ihre Kernthese ist in Ihrem Buch, jetzt gerade herausgefordert ist. Also ist
Macht contestable? Also gibt es die contestable, gibt es den contestable market? Also die bestreitbare Macht, gilt das auch für die Politik oder gilt das nicht? Und Sie haben ja Beispiele genannt mit Polen, wo ja in der Demokratie die Demokratie genutzt werden kann, um die Demokratie abzubauen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir so nicht für möglich gehalten haben. Bei uns war das Weltbild immer, da gibt es eben die bösen Staaten, die von vornherein gar nicht den Anspruch erheben, demokratisch zu sein oder es eben offensichtlich nicht sind. Und dann gibt es die anderen, die guten, mit graduellen Unterschieden. Aber jetzt haben wir im Prinzip Demokratien, die von innen heraus erodieren, mit einem starken Kraftzentrum dort. Und ich bin, um es abschließend vielleicht zu sagen, sehr vorsichtig geworden mit Prognosen. Alle meine Freunde in den USA, die ich gefragt habe, wird der Trump nominiert bei den Republikanern, haben mir gesagt, nein, vergiss das, der wird niemals nominiert. Dann habe ich sie gefragt, als er nominiert war, wird der gewählt als Präsident? Nein, vergiss das, der wird niemals Präsident werden, auch nicht der Hauch einer Chance. Es kam anders. Dieselben Freunde sagen mir jetzt, nach 4 Jahren ist er spätestens weg. I'm careful. Aber wieso schauen wir denn da so genau hin? Das ist ja eigentlich die Frage. Man könnte ja sagen, gibt auch viele Leute, die sagen, es ist furchtbar, was da abgeht. Und trotzdem schauen sie sich das ganz im Detail an und wissen so genau Bescheid über Trump, wie wahrscheinlich noch über keinen Präsidenten vorher. Es hat schon was mit der Faszination dieser Machtausübung zu tun, oder? Ja, es ist eine Demokratie. Es ist unser wichtigster Verbündeter. Verstehen Sie, an Moskau habe ich nicht den Anspruch, dass es fair zugeht. An Moskau habe ich nicht den Anspruch, dass wir gemeinsame Werte teilen. Also, da ist es irgendwie klar, die wünschen uns, also die Macht zumindest dort wünscht uns nichts Gutes. Das hat man ja bei den Einflussversuchen bei der US-Präsidentschaftswahl gesehen. Leider erfolgreich, muss man jetzt ja konstatieren. Und man hat das gesehen bei dem Versuch in Frankreich, Vergleichbares zu wiederholen. Gott sei Dank nicht erfolgreich. Ich bin mal gespannt, was wir noch lesen werden über mögliche Einflussversuche bei der Bundestagswahl mit Blick auf die AfD, wenn man die Bots und die Nachrichten liest, was es da gab. Also let's see, was da noch an Informationen rauskommt, auch über die Finanzierung der AfD, da will ich jetzt nicht spekulieren, aber da wird man ja noch wahrscheinlich das ein oder andere später noch lesen. Der Grund, warum wir auf die USA anders schauen wie auf Russland und das übrigens auch machen müssen, bei allem Ärger über Donald Trump, die USA sind ja immer noch eine Demokratie und es gibt ja nun auch das Verfassungsgericht, es gibt die Bundesstaaten, es gibt die beiden Kammern, ist halt, weil wir an die andere Maßstäbe ansetzen und ansetzen müssen, selbstverständlich. Ja, aber ich glaube auch, es hat was damit zu tun, weil die Vereinigten Staaten auch an sich schon ein Pass pro Toto für Macht sind. Und ist was anderes als die Größe von Luxemburg. So, und wenn man jetzt das, was uns ja nicht nur fasziniert, sondern auch negativ fasziniert ist, dass ja aus der Demokratie heraus, es war ja weder ein Putsch, noch war es undemokratisch, wie Herr Trump in sein Amt gekommen ist, sondern mit den Mitteln der Demokratie und auch des Wettbewerbs, also Macht ist dann gut, wenn sie bestreitbar ist, wenn es das Entmachtungsinstrument Wettbewerb gibt, all das war ja vorhanden. Und dass er mit dieser Offenlegung das geworden ist. Das heißt, die Macht hat das Volk, das gewählt hat. Das heißt, das Volk ist nicht unwissend reingegangen, sondern er setzt genau das um, was er angekündigt hat. Und da ist die Frage dann, wo man sicherlich dann zum nächsten Punkt natürlich kommt. Populismus ist ja die Grundvoraussetzung, dass überhaupt Macht möglich ist, also ohne Volk, ohne Masse. Also jeder kann natürlich zu Hause seine Macht ausüben, in seinem Zimmer, es juckt nur keinen. Die Frage ist, habe ich einen Resonanzboden? Und diesen Resonanzboden hat er. Darf ich dir nur einen Widerspruch äußern? Also ganz kurz. Kleiner Widerspruch. Unser Experte für Macht muss auch noch zu Wort kommen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das die Bedingungen der Freiburger Schule übertragen auf die Politik erfüllen würde, was da in den USA stattgefunden hat. Denn von dem jetzt wirklich objektiv freien Wettbewerb mit freiem Zugang zu Informationen für alle und mit, also man bräuchte ja im Prinzip eine obere Instanz, die sagt, das ist unwahr oder Verleumdung oder nicht fair. Die gibt es ja in der Demokratie so erstmal nicht, außer die Presse. Und wenn ein Teil, das hat ja auch eine neue Qualität, die Legitimation der Presse als solches in Frage stellt, das öffentliche Recht den Rundfunks bei uns, in USA eben der sogenannten liberalen Presse und sagt, das ist Fake News, nehmen Sie Breitbart, das hat ja eine völlig neue Qualität. Nehmen Sie doch allein nur diesen Vorwurf, dass Hillary Clinton und ihre Leute in Washington, da gäbe es irgendwie so einen Treffpunkt bei einem Imbiss, wo ein Kinderschändering unterwegs sei und die Demokraten würden dort verkehren. Und dann geht da halt einer hin und schießt da einfach mal rein.
Also verstehen Sie, es gibt ja Leute, die glauben das gute Zeugs, was da gesagt wird, mhm, und nehmen das quasi als wahlentscheidendes Motiv. Aber das gab es schon in anderen Zeiten. Ich würde gerne einmal noch mal zur ursprünglichen Frage zurückkommen und die mal an Rainer Hank stellen. Nämlich, wieso fasziniert uns das eigentlich so? Ich würde gerne ein, wenn man so will, ästhetisches und ein staatsrechtliches Argument machen. Irgendwo habe ich, zitiere ich die Regisseurin, ich glaube, der zweiten Staffel von House of Cards. Mhm. Und die sagt selber, dass sie ein bisschen ein Frösteln hat, warum die Menschen so einen Gefallen an Scheusalen haben. Ich meine, Frank Underwood ist der Held. Er ist nicht ganz so stark wie Trump. Das wussten die ja damals nicht. Oder zum Teil haben sie es dann sehen sogar nachgemacht. Und irgendwo bewundern die, der geht wirklich im wahrsten Sinne über Leichen, und irgendwo bewundern wir ihn. Wir billigen das natürlich nicht, aber trotzdem haben wir ein Vergnügen an mächtigen Personen. Und das fällt, da ist man sich ja selber auch nicht nur ganz sympathisch. Und ich finde, das fällt bei Trump schon auf. Wie schnell haben wir sind sozusagen sowas wie die Beobachter, aber natürlich im echten Leben, gucken nach Amerika. Amerika ist für die Deutschen ohnehin so ein Zwitter. Einerseits finden wir den ganzen Kapitalismus ganz fürchterlich und ist auch so dumm von dieser Konsumkultur. Andererseits fahren wir da alle hin und finden das toll. Also es ist ohnehin in dieser Ambivalenz. Und jetzt kommt da einer, der benimmt sich anders, als wir es sonst gewohnt sind. Er ist schon von seiner Herkunft her ein reicher Tycoon, ist als Immobilienunternehmer irgendwie auch erfolgreich gewesen, und jetzt gucken wir dem zu. Und man muss doch, und eben durch die Tweets und so, er tut ja auch alles dabei, dass unser Interesse nicht nachlässt. Wie schnell haben wir bei Obama, den wir ja eigentlich als positiven Helden hatten am Anfang, das Interesse dann verloren? Also sagen wir mal so, das meine ich mit dem ästhetischen Argument, positive Helden werden rasch langweilig, böse Helden bleiben auf jeden Fall auf Dauer interessanter. Das ist wie mit diesen Eingängen in die katholischen Dome. Wenn man im Himmel ist es immer langweilig, in der Hölle ist es immer spannend, jedenfalls solange man Betrachter ist und nicht dabei ist. Im Christentum. Im Islam ist es ein bisschen anders. Entschuldigung, dass ich gerade nicht die gesamtkorrekte multireligiöse Perspektive hatte. Noch das staatsrechtliche Argument, da ist es tatsächlich, also würde ich in der Hierarchie sagen, merkt man jetzt ja auch, dass, wenn man so will, noch wichtiger als die Demokratie ist der Rechtsstaat. Und was im Moment passiert, man sieht es eben, ich finde, fast noch stärker eben in Europa bei Orban und in Polen, dass es eine Möglichkeit gibt mit Mehrheiten, da merkt man auch, was Tyrannei der Mehrheiten ausmachen können, immer sagen, und die Leute finden das dann auch noch gut, mit Mehrheiten den Rechtsstaat zu zertrümmern. Wer bürgt für Balance of Power, wer bürgt für Gewaltenteilung? Natürlich der Rechtsstaat. Wenn die ich finde, die Institutionen in Amerika sind deutlich stärker. Der Trump, der ist natürlich, weil er auch so ein großer Sprücheklopfer ist, so ein Großmaul ist, der rennt immer dagegen an, aber er hat es jetzt ja noch nicht gewagt. Er hat am Anfang gesagt, ich werde Frau Yellen gleich abräumen, hat er nicht gemacht. Er wollte die obersten Richter abräumen, nicht. Also der amerikanische Rechtsstaat ist so stark, dass er da immer nur anrennt und dann großes Krakelerei macht und dann wieder zurückschreckt. Was Orban und Kaczynski gemacht haben, ist deutlich schon mehr Destruktion des Rechtsstaates. Und die Frage ist dann nochmal zurück zur Freiburger Schule, wenn es ein Machthaber schafft, im Missbrauch der Macht mit demokratischer Mehrheit den Rechtsstaat zu zertrümmern, dann kann man da nur dann einmarschieren, das ist aber in der Regel auch nicht so gut gegangen, dann muss man dem wahrscheinlich, also ich habe da auch keine Antwort, wahrscheinlich hilflos und traurig zuschauen, oder? Wahrscheinlich hängt es ein bisschen davon ab, von Gesellschaft zu Gesellschaft. Im Fall von Polen würde ich jetzt sagen, gibt es ja Gott sei Dank die Selbstheilungskräfte in der Gesellschaft, hier die Demonstration bei der Frage Schwangerschaftsabbruch und bei anderen Themen, wo die Frauen auf die Straße gegangen sind, dann ja auch an ein paar Stellen eine Korrektivfunktion hatten. Der Präsident mit all seinen Fragezeichen, der jetzt ja immerhin versucht, da noch so halbwegs Checks und Balances einzuziehen, Herr Duda. Und ganz wichtig, die Rolle der Europäischen Union. Und da sind wir, glaube ich, jetzt beim entscheidenden Problem, dass wir
in der Europäischen Union natürlich nicht vergleichbar sind mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, die Ebene Brüssels hat nicht die Zähne, die es jetzt bräuchte in der Situation, weil wir uns eben mit der Frage nie beschäftigt haben. Der Gründungsimpuls war einer aus der Wirtschaft, nicht aus der Politik. Wir haben ein verfeinertes Instrumentarium, wenn Sie die Kriterien des Marktes nicht einhalten. Da gibt es blaue Briefe etc., Stabilitätskriterien. Aber was Vergleichbares haben wir nicht, wenn Sie das Verfassungsgericht aushebeln. Wenn Sie, was machen wir denn dann? Also das Instrument des Rauswurfs, das ist ja der letzte Schritt. Und zwischen Rauswurf und Schritten davor, da sind wir sehr zahnlos. Das ist im Prinzip jetzt die große Aufgabe. Allerdings kommt jetzt die Einschränkung. Wie ändere ich denn die Verträge mit den Sündern? Die müssten ja zustimmen, dass ich Sanktionen gegen sie einführe. Und da haben wir jetzt zwei Mitglieder mit Polen und Ungarn, die natürlich wieder Teufel das Weihwasser scheuen werden, dass das Instrumentarium verfeinert wird. Das wird aber die große Aufgabe sein. Vielleicht rächt es sich dann auch ein bisschen. Das teile ich sehr. Die EU kann man wirklich stark machen als eine unabhängige Institution zur Aufrechterhaltung institutioneller Ordnungen gegen den Missbrauch partieller Demokratien. Aber immer wenn große Länder zum Beispiel in der Eurokrise dagegen gesündigt haben oder wenn große Länder sich sowas leisten wie ein Staatskonzern à la VW, dann hat Brüssel auch immer versucht, dagegen anzurennen, aber die großen Länder haben gesagt, wo kommen wir denn dahin, dass irgendwelche Deppen aus Brüssel uns sagen wollen, was wir machen, wenn wir unser Defizitkriterium überziehen oder wenn wir uns eben doch so einen kleinen Staatskonzern in Wolfsburg nennen. Und dieses Beispiel würde ich als kleines Land sagen, naja, wenn ihr es da nicht dann finden, na, ihr sagt dann, das sei viel schlimmer, was ihr jetzt hier verfassungsmäßig macht, aber wir fanden das auch ganz, also sündigen geht, würde man sagen, als kleines Land, wenn man gesehen hat, was die großen Länder gemacht haben. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Faszination der Macht. Und Rainer, ich würde sagen, du hast einen Punkt vergessen, der in dem Buch auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Und der ist, du erklärst die Faszination auch damit, dass wir eigentlich mehr oder weniger alle einen Willen oder Wunsch nach Macht in uns haben. Das erklärst du sehr schön am Beispiel von Affen. Wie kann man denn an Affen erkennen, dass, das nennst du da, Rache ein wichtiges Motiv ist, um Macht erlangen zu wollen? Ja, ich meine, das zeigen die Anthropologen, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ordentlich viel Franz de Waal-Lektüre, was man nur empfehlen kann. Und da sieht man eben doch, was wir über oder unter unserer zivilisatorischen Tünche, die natürlich auch wieder ein Fortschritt ist, also schön, dass wir uns dahin entwickelt haben, aber natürlich ist was von diesem anthropologischen Urtrieb, ich will imponieren, das ist eben auch Lord Dobbs, das hat viel mit männlicher Sexualität zu tun, ich will meine Potenz zeigen, indem ich Macht über andere habe. Und dieser Machtkampf ist sozusagen der Ursprung der Entmachtungsstrategie, aber auch der Machtgewinnungsstrategie. Da kommt das Ganze dazu, was ich über Empathie gesagt habe. Auf diesem Weg braucht man Empathie, aber wirklich die hardcore egoistische Empathie, andere auf seine Freund-Feind-Schemata, andere auf seine Seite zu ziehen und deutlich zu machen, das ist mein Einflussbereich, das ist mein Machtbereich. Jetzt hast du es gesagt, männlicher Sexualtrieb, da will ich gleich mal zu Frau Klöckner überleiten. Frauen wird ja gerne mal der Wille zur Macht abgesprochen. Und das, obwohl wir seit einer ziemlichen Ewigkeit oder einer gefühlten Ewigkeit eine Bundeskanzlerin haben. Können Sie das nachvollziehen? Erleben Sie das? Kennen Sie mehr Männer als Frauen, die Macht anstreben? Das liegt in der Natur der Sache, dass es mehr Männer als Frauen gibt, aber das sagt nichts über die Grundkonstitution aus. In unserer Geschichte, das haben wir gesehen, sonst bräuchten wir ja nicht die Debatte über Frauenquote, über Frauenförderung. Aber wie es in der Anlage von Männern oder Frauen ist, da kann man lange drüber streiten. Es gibt solche und solche. Es gibt Männer, die haben den Hang zur Macht stärker als vielleicht Frauen, die mit ihnen an der gleichen Stelle sind. Jetzt lasse ich mal Politik außen vor, sondern auch am Arbeitsplatz, aber ich erlebe es auch anders. Interessant finde ich die Rituale der Macht. Und es heißt sehr häufig, die sind männlich, diese Rituale. Also die Frage ist gewesen, auch bei Angela Merkel oder bei Konzernleiterinnen, ja, die sind männlich geworden. Und da
fragt man sich ja eher, ist das an der Spitze zu stehen, Macht zu haben, ist das per se etwas Männliches, dass Frauen dann auch männlich wirken? Oder hat man sich daran gewöhnt, dass das Ritual, was an der Spitze sich ausbreitet, deshalb als männlich gilt, weil es bisher nur Männer hatten? Also geht es nicht einher, gewisse Verhaltensweisen. Es gibt interessante Beobachtungen, wenn Frauen in Führungspositionen irgendwo reinkommen und wenn Männer in Führungspositionen irgendwo reinkommen. Nochmal, die Regel wird immer gebrochen. Was ist da der Unterschied, wenn ich fragen darf? Ich merke das sehr häufig auch bei den Kollegen. Ich bin Fraktionsvorsitzende, habe noch weiter, ich bin die einzige Frau unter den Fraktionsvorsitzenden im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Also welches Auto, Dienstwagen bestellt wird, spielt bei den Herren eine ganz entscheidende Rolle. Ich sage meinem Fahrer, machen Sie, was Ihnen gefällt, Sie sitzen da mehr drin noch als ich. Also diese Statussymbole. Es ist umweltfreundlich. Das habe ich vorausgesetzt hier. Und es passt genug in eine Kiste Wein rein in Rheinland-Pfalz. Das ist ganz wichtig. Nein, die Frage nach Statussymbolen spielt eine große Rolle. Da gibt es schon unterschiedliche Zuschreibungen. Ich finde auch, wenn man sich mal betrachtet, also exemplarisch war auch Gerhard Schröder, mit einer Entourage einzumarschieren. Wenn Angela Merkel den Parteitag eröffnet, kriegen sie das erstmal gar nicht mit. Sie steht vorne, ist am Mikrofon und sagt, so, wir fangen jetzt mal an. Jungs lassen sich da Einzugsmelodien dann fast noch komponieren. Jetzt überzogen in dieser Geschichte. Also das heißt, die Frage des Statuses, der Posen, da gibt es, sag mal, grobmotorische Zuschreibungen. Aber es verändert sich was, wenn Frauen dabei sind. Ich merke das auch, ich bin Landes- und Fraktionsvorsitzende, ich habe Frauen mit in den Vorstand geholt. Dadurch verändern sich auch, sagen wir, die Verhaltensweisen der Männer, aber auch der Frauen. Also deshalb die Frage, was ist typisch männlich oder typisch weiblich? Ich glaube, das verändert sich im Laufe der Durchmischungen. Und was uns Frauen häufig zugeschrieben wird, ich finde es hochinteressant übrigens, wie Journalisten, weil wir jetzt auch Journalisten da haben, über Frauen an der Macht schreiben und über Männer an der Macht schreiben. Das ist hochinteressant. Also wie häufig über meine Haarfarbe im Wahlkampf. Bei Christian Lindners Haare wurde aber auch berichtet. Ja, gut, ich habe jetzt keine Haarfarbe lassen lassen. Aber die Sache ist schon, wie häufig über die Frage des Äußeren bei Frauen in Wahlkämpfen, wo es wirklich um den direkten Machtanspruch auch geht, geschrieben worden ist in Porträts. Das finde ich hochinteressant. Also auch, was man anhat, wie man daherkommt, wo ich dann auch sage, das sagt aber viel über die Person des Betrachters aus, was er sich unter Macht vorstellt und nicht so sehr über die Person, die Macht anstrebt. Und insofern, Macht macht etwas mit uns und Macht wird durch Personen, aber auch durch den Resonanzraum dann wiederum geprägt. Das verändert sich im Laufe der Zeit, aber es gibt ein paar Rituale, die immer wiederkehren. Und das Interessante fand ich in ihm, ich habe es von vorne bis hinten gelesen und dachte, Mensch, wie klug muss man sein, das so zusammenzufassen. Man erkennt es immer wieder, sagt, ja, das stimmt, stimmt. Das Interessante ist, wenn man jetzt nochmal Männer, Frauen betrachtet, bei der Frage der Macht, es gibt auch eine unglaublich große Macht in der Ohnmacht. Also die Ohnmacht kann durch Moralisierung, und da können Frauen mehr erreichen, durch Moralisierung unglaublich machtvoll werden. Also man könnte das vertiefen, aber ich wollte einfach das ein bisschen ausweiten. Ja, also ich komme auch nochmal auf die Schimpansen zurück. Wohlgemerkt, noch einmal, um nicht zu sagen, es ist alles, hat sich anthropologisch keine Fortschrittsgeschichte und es gibt auch wirklich fortschrittliche Sublimierung. Aber bei Franz de Waal ist es tatsächlich so, Affenmänner an der Macht sind dadurch sexuell deutlich attraktiver. Also es ist zusätzlich, wie soll man sagen, ein Paarungs- und Lustgewinn. Es kann auch, das sagt er ja auch, das kann sofort dann ins Gegenteil umschlagen. Aber umgekehrt ist es komischerweise nicht so. Affenweibchen, die irgendeine Machtposition erreicht haben, werden von den Affenmännchen ignoriert, merkwürdigerweise. Also diesen Zusammenhang, der ist asymmetrisch. Bei den Affen. Es gibt andere Untersuchungen, das ist alles mittlerweile sehr gut untersucht. Auch man findet auch das Gegenteil, aber es ist sehr gut untersucht. Gibt Untersuchungen über Power Poses, also wie verhalten sich die Leute, wie sitzen sie da, wie gehen sie? Und das kann man hirnphysiologisch, hirnwissenschaftlich auch dann verfolgen und dann sieht man Menschen, die
ängstlich, die sich nichts trauen, die sagen, ach, ich bin so hilflos. Da gibt es zugleich eine Cortisolausschüttung. Das ist ein Hormon, das dazu da ist und das dann wiederum verstärkt, dass man sich klein fühlt, sich schämt, sich irgendwie ohnmächtig fühlt. Das heißt, es ist so ein rückwirkender Prozess. Ich benehme mich schon so ein bisschen so klein und zugleich wird das irgendwo physiologisch unterstützt. Und das Umgekehrte ist es bei diesen Schröder-Typen. Wenn die auftreten, gibt es zugleich Testosteronausschüttungen und die machen einen unglaublichen Lustgewinn. Das heißt, die Mächtigen, die haben es auch dadurch nochmal besser, dass sie zugleich innerlich sich auch mächtig und darin lustvoll fühlen und verhalten. Und da dann jetzt wiederum Testosteron zugleich tatsächlich auch Sexualhormon ist, scheint es da schon eine Nähe von männlicher Macht und männlicher Lustdemonstration zu das geben. Kann, und das ist ja, das finde ich das Interessante, weil das selbst nochmal in der Dynamisierung so verleitend sein kann, genau, dass man an Wahlabenden in Runden der Besprechung dann plötzlich sieht, was so eine Überschüttung dann mit einem macht. Also mit Herrn Schröder wie auch mit Herrn Schulz. Elefantenrunde. Ja, aber das war jetzt ein Unterschied. Ich glaube, von Schulz zu Schröder. Da gibt es noch Steigerungsformen. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Frage der Macht, also interessant finde ich ja den Moment, wann hat die Macht die größte Ausstrahlung auf den Empfänger. Mhm. Und in dem Moment der Macht, wo Macht quasi für den Auszuübenden allmächtig sein scheint, dann wird das Ende eingeläutet. Mhm. In dem Moment, wo er selbst glaubt, also sich selbst nicht mehr bestreitbar sieht, dann werden Fehler gemacht und das ist quasi der Abbau. Dafür ist Schröder, glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel, der konnte sich gar nicht vorstellen, dass außer ihm ein anderer Bundeskanzler ist. 2005, das war natürlich eigentlich gefühlt ein Sieg. Man darf ja nicht vergessen, wo die SPD herkam damals im 2005er Wahlkampf. Sie war völlig abgeschrieben und am Ende fehlten ja wirklich Zehntelstellen hinterm Komma, dass die SPD es noch geschafft hätte, das zu drehen und vor der Union abzuschneiden. Also ich glaube, noch ein paar Tage mehr Wahlkampf und die SPD hätte das noch gedreht unter Schröder. Und jetzt kommst du quasi am Wahlabend raus, siehst die Zahlen, du hast wesentlich besser abgeschnitten, wie die alle prognostiziert haben, in deinem eigenen Stall, aber auch in der Öffentlichkeit. Aber es hat trotzdem um ein paar Zehntelstellen nicht gereicht. Das ist, glaube ich, die eine Situation. Und jetzt bei Schulz war es ja eine ganz andere. Man hat ihn prognostiziert, er wird schlecht abschneiden und er hat noch schlechter abgeschnitten. Also das ist nochmal eine andere Situation. Ich habe beim Zuhören von Rainer Hank mir die ganze Zeit gefragt, das Beispiel jetzt mit den Affen übertragen auf die deutsche Politik, wer ist jetzt gerade wer? Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber ich will mal zum Buch nochmal zurückkommen. Da geht's das passt zu Putin, finde ich. Allein sein Posen. Ja, der ist ja jetzt aber in der deutschen Politik. Ja, aber wenn man das jetzt mal wirklich anschaut, also Putin, Erdogan, ja, Trump, da ist ja, der Raum zu klein, aber es wird auch umso lächerlicher dadurch. Es gibt ja auch, spannende Untersuchungen über die biografischen Hintergründe von Putin und Erdogan zum Beispiel. Also zum Beispiel die Leidenschaft für Fußball, dass man sich durchsetzen musste, dass man nun es nicht immer einfach im Leben hatte. Da gibt es ja ganz bestimmte Parallelen. Schröder ist natürlich ein Demokrat, aber hat natürlich auch ein paar Parallelen, was die Biografie angeht. Aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Ich wollte mal zum Buch zurückkommen. Da geht es ja auch um die Monopole der Macht und die Gefahr, die damit einhergeht für Stillstand, für Intoleranz und die Risiken und so weiter. Und wenn ich jetzt eine Anmerkung machen darf zum Buch nochmal, die ein bisschen kritisch ist, weil ich das Buch auch großartig fand. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt in der heißen Phase im Wahlkampf nicht geschafft, alles zu lesen. Ich habe es quer gelesen. Ich freue mich aber darauf, dass sobald die Sondierungen vorbei sind, mögliche Koalitionsgespräche. Sind Sie dann nicht Außenminister und haben ganz anderes zu tun? Also alles, was ich gelesen habe, hört es sich so an, dass es auch in einer Weile noch aktuell ist. Aber jedenfalls, Sie sind ja sehr kritisch, was die Frage angeht mit Quoten und so weiter und Vorgaben. Und jetzt bin ich ja jemand, der auch ein großer Fan der Freiburger Schule ist, aber auch glaubt, dass der Markt manchmal Korrekturen braucht und dass der Markt Regeln braucht und manchmal auch die Industrie einen Antreiber braucht. Und ich glaube, da haben wir jetzt in dem Fall sogar eine Gemeinsamkeit. Das heißt zum Beispiel bei der Genderfrage, wenn man jetzt einfach nur sagt, macht mal und sie machen es nicht, dass man dann halt irgendwann auch mal sagen muss, jetzt habt ihr lang genug Zeit gehabt, mehr Frauen,
da in den Aufsichtsrat zu holen. Jetzt müsst ihr halt mal eine sanfte Quote machen. Und wenn das nicht hilft, dann geht es nochmal einen Schritt weiter. Und wir sehen ja jetzt an Ländern in Skandinavien, das ist jetzt nicht zwingend der Untergang dieser Unternehmen. Und wenn ich mir jetzt die Finanzkrise anschaue, die ja nicht im Wesentlichen von Frauen zu verantworten war, sondern von Männern, dann würde ich jetzt mal die steife These wagen, dass die These, dass die Männer das alle besser können bei Finanzen und bei Wirtschaft, eine sehr gewagte These ist. Also vielleicht hilft es ja manchmal auch, wenn man ein bisschen nachhilft und den Anteil von Frauen da erhöht. Ich weiß, da haben Sie eine andere Sicht auf die Dinge, aber das habe ich jetzt einfach beim Lesen mich gefragt, ob man das nicht eigentlich braucht. Und ich würde es noch ein bisschen globaler machen. Ist denn nicht eigentlich einer der Gründe für den Zustand unseres Planeten, wie er ist, dass diese Frauenfrage eine völlig unterbelichtete Frage ist? Also wenn ich jetzt mal von Deutschland mich löse, zum Beispiel die muslimische Welt anschaue, die Hälfte des Gehirns in manchen Ländern nicht genutzt. Das heißt Zugang zu Verhütung, Zugang natürlich auch zu Macht, aber erstmal Zugang zu Bildung, Zugang zu Gesundheit, Zugang zu Geld ganz zentral. Wir wissen aus allen Untersuchungen, dass wenn sie den Frauen Zugang zum Geld geben und sie fürs Geldverwalten zuständig sind, sie eher Entscheidungen treffen, die was mit Kindern und Nachhaltigkeit zu tun haben, weil sie eher was zur Seite legen, einem Schwaben sehr sympathisch, während die Männer eher an kurzfristige Dinge denken. Ich will das nicht vertiefen, was das ist. Männer haben da so Ideen, die aber nicht unbedingt einem helfen, dass man vorankommt im Leben und vor allem, dass der Nachwuchs vorankommt im Leben. Also ist nicht eigentlich dringender Handlungs- und Korrekturbedarf, die Rolle der Frauen global abzudaten und manchmal auch durch Eingriffe, die vielleicht nicht ganz freiwillig sind, weil sonst dauert es vielleicht ein paar Jahrhunderte und ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht. Aber Herr Özdemir, Sie haben doch auch selber Erfahrungen damit quasi in Ihrer Partei. Oh ja. Rainer Hank sagt immer, Macht strebt immer nach Absolutheit, also nach Allmacht. Das so steht es jedenfalls in dem Buch. Wer einmal Macht erringt, teilt sie also nur ungern. Sie müssen ihre Macht teilen mit einer Frau. Wie ist das so? Ich muss gestehen, das war jetzt ein guter Konter. Respekt. Auch eine gute Überleitung an der Stelle. Wie bitte? Auch eine gute Überleitung an der Stelle. Ja, also ich habe mir jetzt heute die Liste angeschaut der neuen Abgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen und wir haben aufgrund der Quote deutlich mehr Frauen im Bundestag. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie dieser nächste Deutsche Bundestag zusammengesetzt ist, 30%, leider so, also wir haben es nicht verbessert, sondern wir haben es geschafft, es zu verschlechtern, was vor allem an der AfD liegt, leider auch an den Kollegen der FDP. Und bei Ihnen, und das finde ich eigentlich nicht gut. Insofern freue ich mich darüber. Jetzt kann man sich darüber streiten. Von mir ist ja bekannt, dass manchmal das auch nicht schlecht ist, dass ich sage, man muss auch mal zuspitzen. Ich finde die Quote an sich richtig. Ich finde sie gut. Ich finde es gut, dass wir sie haben. Man kann sich darüber streiten, ob man jetzt jeden Fraktionsvorsitz immer doppeln muss. Das kann man manchmal auch anders machen. Aber im Prinzip halte ich es für eine richtige Geschichte. Und wenn man jetzt mal an den Wahlerfolg schaut, wir haben uns ja auch die Zahlen angeschaut, wer wählt uns? Wir haben deutlich mehr Frauen. Ich bin mir sicher, dass Frauen ihre Entscheidung auch unter dem Kriterium treffen, wer versteckt Frauen nicht, sondern bringt sie auch nach vorne und zeigt sie auch und wirbt auch mit ihnen. Das heißt, dann ist es wieder eine Macht, weil man damit die Wählerstimmen gewinnen kann. Was spricht, ich meine, das ist doch der Zweck einer Partei, oder? Ich meine, der Zweck einer Partei ist ja nicht, also es soll auch Parteien geben, die möglichst wenig Wähler wollen, aber ich glaube, der Zweck ist ja erstmal, die Wähler zu multiplizieren. Und selbstverständlich ist das ein wichtiger Aspekt dabei. Wir wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das nicht nutzen würden. Unsere Frauen achten darauf. Will man nicht im Wettbewerb eigentlich lieber, dass der Machtgewinn meritokratisch errungen ist, also will sagen aufgrund eigener Leistung und nicht aufgrund von Vorgaben. Ich weiß, in Ihrer Partei ein ewig altes Thema. Ja, das hört sich prima an, aber dann, also ich glaube, wir hätten dann erst in dem Moment wirklich Gleichberechtigung, wenn auch mittelqualifizierte Frauen an die Spitze dürften. Und in der ganzen Debatte, wenn es darum geht, ob wir Frauenförderung betreiben, höre ich immer, wirklich immer diesen Zusatz, aber qualifiziert muss sie sein. Stimmt. Aber das gilt dann für die ganze andere Truppe auch. Also wenn ich mir den Dieselskandal und alles anschaue, dieser Reflex, dass man dann sagt, aber qualifiziert muss sie sein, finde ich hochspannend. Ich würde heute hier nicht sitzen, hätte es das Frauenquorum, nicht die Quote, wir haben jetzt die Quote 50-50, das finde ich auch, muss ich sagen, zu brechstangenmäßig, aber muss ja jeder für sich entscheiden, deshalb bin ich eher für die Flexi-Quote. Wir haben das Drittel, also Drittelquote. Wie war das bei uns? Ich wäre heute nie in der Politik, weil mich
weil ich das überhaupt nicht gemocht habe, in diesen Runden zu sitzen, wo am Ende irgendwas ausgeklüngelt wird. Frauen haben in der Politik dann eine Chance, wenn sie Trümmerfrau sein dürfen. Also Trümmerfrau dann, wenn es nicht geklappt hat. Schauen Sie mal nach Bayern oder sonst wohin. Die Wahlkreise, die ganz sicher gewonnen werden, sind zu mindestens 3/4. Mindestens. Oder auch nicht nur Bayern, auch woanders. Ich will nicht nur die Bayern. Durch Männer besetzt. Weil da haben sie immer 10, 20, die sind bereit. Also sie sagen sich, ich mache noch 2 Wahlkreise mit. Aber dort, wo Wahlkreise nicht gewonnen werden, da lässt man dann halt auch mal Frauen ran und dann wird es spannend. Wir haben, jeder dritte Listenplatz bei uns ist mit einer Frau, soll besetzt sein. Viele verstehen es als Maximalforderung, ist aber eine Minimalforderung. Und bei mir war das damals im Kreis Kreuznach, Kreis Birkenfeld, immer SPD geprägt, dieser Wahlkreis. Es haben immer Männer probiert und es hat nie geklappt. Und dann gab es ein Phänomen. Der Listenplatz 6 war frei. Alle anderen hatten nominiert. Und dann haben unsere Jungs gesagt, passt mal auf, es gibt 2 Sachen. Entweder treten wir wieder an als Herren und haben keinen sicheren Listenplatz, oder wenn wir eine Frau bringen, ist klar, wir haben den Listenplatz 6 und sind sicher im Bundestag. Und dann, also einfach in dieser Erläuterung, und dann kam es dazu, dass ich gefragt wurde, ob ich kandidieren wollte. Es war 2002, ich habe erst mal abgesagt, weil ich damals noch als Chefredakteurin gearbeitet habe. Und in der Regel wäre dann jeder zurückgegangen, wir finden keine Frau, also machen wir es doch als Männer. Also war nochmal der Druck da und wurde nochmal gefragt, dann bin ich angetreten, bin über die Liste reingekommen und seitdem immer diesen Wahlkreis gewonnen. Das heißt, in diesem Moment war es so, dass es dann einen Wettbewerb unter Frauen gab. Ich bin auch gegen eine Frau, also auch mit angetreten. Lang ausgeholt, was will ich damit sagen? Manchmal braucht es eine kleine Krücke hin zur Normalität. Und da gibt es dann schon Unterschiede bei uns in der Interpretation, ob es fest, starr, 50-50 sein muss oder für jede Branche das Gleiche. Aber ich sage das übrigens auch bei der Integration so, hier in Deutschland. Sie haben das richtigerweise angesprochen, was die Rolle der Frau anbelangt. Und da sage ich auch, Integration ist kein Angebot zur Güte, auch nicht, wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen geht. Die Frage über sagen wir, gendergerechte Sprache sich auszutauschen und Aufsätze zu verfassen, aber Vollverschleierung und vieles andere als kulturelle Vielfalt abzutun, das passt ja auch nicht zusammen. Also brauchst du da auch ein bisschen stupsen und nicht nur stupsen, sondern einfordern. Also deshalb sage ich, ja, die Richtung muss stimmen und dann ist auch Wettbewerb unter Frauen. Aber wollten Sie wirklich sagen, dass mit Ihrem Trümmerfrauenbeispiel, dass dann Frauen eben doch eine Art von Beißhemmung im Machtkampf haben? Wollten Sie das sagen? Die sind nicht so masochistisch, wie das Männer vielleicht sind. Also Frauen schauen sich vielleicht Lebensqualität noch ein bisschen anders an. Also wenn Parteien es gelingt, also wenn es uns gelingt, ich sage jetzt mal auch bei uns als CDU, es gelingt, auch andere Rituale des Tagens bis spät in die Nacht zu schaffen. Wenn wir es schaffen, Parteitage anzusetzen, die nicht nur eine Anfangsuhrzeit haben, sondern auch eine Enduhrzeit haben, dass man auch klar kalkulieren können kann. Können Sie das für uns auch bitte durchsetzen? Aber wissen Sie, was ich meine? Also man sagt bei uns Frauen, okay, die 2 Stunden habe ich Zeit, habe ich eine Babysitterin oder Ähnliches. Ja. Also das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel durch die Parteien hinweg. Angela Merkel kam, nachdem wir eine Krise hatten, Stichwort Helmut Kohl, Parteispendenskandal. Ich bin in Rheinland-Pfalz rankommen, nachdem wir dort auch ziemliche Stimmung hatten, um es mal sehr euphemistisch auszudrücken. Hannelore Kraft damals kam, als auch die SPD dort in NRW ziemlich am Boden lag. Also wenn wir das mal so ein bisschen durchgehen, das sind die Chancen, das sind Momente für Frauen, wo die Jungs dann mal einen Schritt zur Seite gehen. Dann sieht man auch, da ist ja eine Frau dann jetzt. Also wenn die Macht und der Erfolg mit dem Tablett da sind, dann sind Männer, glaube ich, vielleicht ehrgeiziger und da sagen Frauen, muss ich mir das antun. Also da hat sicher jeder seine eigene anekdotische Evidenz. Der Stadtviertel in Frankfurt, wo ich wohne, ist jetzt gerade wirklich das Gegenteil passiert. Eine Frau, Bettina Wiesmann, hat den Platzhirsch, den CDU-Platzhirsch, einen Fürsten von Löwenstein, der das Ticket eigentlich auf hunderte Jahre hat, sowas von weggewischt in einer Kampfkandidatur. Und das Direktmandat, sie war in Hessen schon, aber immerhin, Kampfkandidatur, den Mann weggeputzt, eine Frau mit 6 Kindern, zugegebenermaßen Oberschichtsfamilie, wo man Nannies und so alles hat. Aber das ist sozusagen, und zwar charmant und mit Ellenbogen. Aber das falsifiziert nicht meine These. Sie ist nämlich schon drin.
als Politikerin. Die ist im System schon drin. Sie ist im System, in Anführungsstrichen, schon drin. Und da habe ich auch keine Hemmungen. Also ich meine, wenn man erstmal, man muss erstmal starten. Und wenn man gestartet ist und erstmal drin ist, wir müssen es schaffen, überhaupt, so sage ich, ist mein Punkt zumindest, aus der Machtperspektive heraus, nicht primär aus der Machtperspektive der Frauen, sondern der Machtperspektive, ob wir Wählerstimmen gewinnen. Und da hat es was mit Sender und Empfänger zu tun, habe ich ein Angebot, das möglichst viele interessiert, weil in der Demokratie ist Macht, ist Mehrheit Macht. In dieser Kategorie. Ich wollte nur was kurz ergänzen. Also die Macht wird Macht bleiben. Am Ende geht es auch darum, dass man manchmal sich durchsetzen muss. Und da gibt es Sieger und Verlierer und so weiter. Ich glaube aber, die Jungs ändern sich gerade ja auch. Also was wir jetzt gerade übersehen in der Dimension ist, das ist ja nicht nur, dass die Frauen Macht einfordern zunehmen, sondern es ist ja auch, dass Männer Lebensqualität anders definieren. Man hätte sich dann mal vorstellen können, dass ein SPD-Vorsitzender mal sagt, ich will jetzt auch eine Zeit mit meinem Kind verbringen. Jetzt deshalb kann man sagen, Außenminister geworden ist. So, genau, das Argument habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Vielleicht helfen Sie mir, das zu erklären. Vielleicht erfahren Sie das ja noch. Danke. Ich habe aber nie das als Argument benutzt, also da lege ich Wert drauf. Aber jedenfalls, so, da ist natürlich auch ein bisschen Kokettieren mit dabei, dass man es auch zelebriert und auch zeigt und glaubt, es hilft einem oder macht einen sympathischer. Aber auch das hätte es doch in den 70ern nicht gegeben. Also ein Politiker wäre doch nicht als stark erschienen, wenn er sich mit seinem Kind zeigt und sagt, sorry, ich mache jetzt mal eine Auszeit. Das wäre ja früher ein Zeichen für Schwäche gewesen, nach dem Motto, der ist doch völlig ungeeignet für den Job. Der ist nicht bereit, die letzte Runde noch zu gehen und geht lieber mit der Family. Also da ändert sich ja auch was. Und das ist ja parallel in der Wirtschaft. Das heißt, wenn Sie heute gutes Personal gewinnen wollen, dann geht es heute nicht mehr nur um das hohe Gehalt, sondern geht es auch darum, dass Leute wissen wollen, wie ist denn das mit Erziehungszeiten, wie ist das mit Pflegezeiten. Also da passiert ja gerade ein atemberaubender Wandel der Gesellschaft und ich würde mal die These wagen, dass die Politik sich nicht, dem nicht ganz wird entziehen können. Wir werden einfach ein schlicht Nachwuchsproblem bekommen. Wir werden nicht mehr die machthungrigen jungen Leute bekommen, die sagen, ich ordne dem Ziel meiner Karriere alles unter und alles andere ist mir egal. Notfalls lasse ich mich dreimal, viermal scheiden. Notfalls habe ich so einen Bauch und meine Gesundheit ist kaputt. Ich werde Alkoholiker. Da gibt es einfach Leute, die sagen, das ist nicht meine Definition von Lebensqualität. Ich will Macht, ich will gestalten, regieren und will trotzdem dabei ein hohes Maß an Lebensqualität. Und für manche ist Lebensqualität halt auch, dass man seine Kinder gelegentlich gesehen hat und ich will, dass die später ein Buch schreiben über den Vater, den sie nie hatten. Verstehen Sie, das kann ja auch sein, dass Sie Lebensqualität anders definieren. Ich würde es anders definieren. Herr Özdemir, Sie haben gerade einmal den Satz gesagt, ich will Macht. Es war zwar nur ein Zitat von jemandem, aber das ist was man ganz selten hört, dass es jemand sozusagen in der Politik ehrlich sagt, über Macht zu reden ist ein absolutes Tabu. Was man zum Beispiel von Ihnen nach der Wahl gehört hat, war ganz typisch. Sie haben, glaube ich, sowas gesagt wie, wir sind jetzt bereit, die Verantwortung zu übernehmen oder wir werden uns der Verantwortung nicht entziehen. Ich glaube, was ganz Ähnliches hat Christian Lindner auch gesagt, ein bisschen anders formulierend. Und wir haben es nicht abgestimmt. Wieso kann man das nicht sagen? Wieso kann man nicht sagen, wir freuen uns jetzt zu verhandeln darüber, wie wir dieses Land künftig regieren, dass wir die Macht errungen haben. So lange gewartet, einmal. Ja, jetzt, ich will es nur noch verstärken. Warum kann man nicht sagen, wir haben jetzt so lange wieder warten müssen? Zwei große Koalitionen, einmal Schwarz-Gelb, jetzt sind wir wieder dran. Gut, dass sich eine Konstellation arithmetisch dazu ergibt. Das ist doch kein Widerspruch. Ich kann doch beides sagen. Ich kann doch sagen, ich glaube, dass wir es besser können. Ich glaube, dass ich es besser könnte. Deshalb mache ich es ja, sonst würde ich es ja nicht machen. Sonst würde ich sagen, da verbringe ich meinen Abend andersweitig und da sitzt halt jemand anders hier. Also ohne das, was Sie in Ihrem Buch ja schreiben, dass man auch irgendwie glaubt, man kann es besser und ist der Geeignetere oder ist die Geeignetere, macht man sie erstmal nicht. So. Und kann aber trotzdem auch ein bisschen ehrfürchtig sein vor dem, was da möglicherweise auf uns zukommt und die Dimension des Scheiterns nicht ganz ausschließen. Das gehört ja beides dazu. Man muss aber eins sagen, aber wenn Sie das ganz kurz, dieses Buch würde nicht Lob der Macht heißen. Wenn man nicht den gängigen Gebrauch der Macht hätte, oder den Eindruck hätte, dass Macht, wer das ausdrückt, dass er Macht haben will, dass er machtgierig, machthungrig oder sogar machtgeil sei, dass es ihm nur um den Prozess geht, um die Anwendung von etwas und nicht um Inhalte.
geht. Und deshalb Lob der Macht ist ja quasi wie fast so ein Freispruch oder so ein Plädoyer für die Macht, dass Macht auch was Gutes sein kann. Hätte die Macht nur ein gutes Image, würde es anders heißen, Missbrauch der Macht. Also insofern, Journalisten wissen ja auch, was man mit Sätzen tun kann. Insofern kommt man dann eher wahrscheinlich ein bisschen demütiger darüber und tut es dann einfach, also machtvoll sein. Als Herr Schulz gesagt hat, die SPD ist wieder bereit, Macht zu ergreifen, ist wieder bereit für die Macht. Das war quasi doch ein Tabu. Da haben die Leute gedacht, huch, was hat er denn da gerade gesagt, oder? Gar nicht mitgekriegt. Nein? Er hat es tatsächlich in dieser Frühphase gesagt, aber es drehte sich ja dann tatsächlich im berühmten Duell, hat er ja das Gegenteil gemacht, um Gottes Willen, Frau Merkel, ich werde den Teufel tun, Ihnen die Macht streitig zu machen. Da dreht. Aber in der Anfangsphase hat er es tatsächlich gesagt, da gibt es Sätze, die das belegen. Darf man denn auch mal umgekehrt fragen, wie gehen Politiker mit dem Verlust der Macht um? Also bei Ihnen war es ja nun wirklich ganz eklatant. Ja. Alle haben schon gesagt, sie ist Ministerpräsidentin und dummerweise rundherum sind dies alle geworden aus der Union. Nur Sie nicht. Wie blöde Frage, wie geht's einem dabei? Gut, ich weine jetzt nicht jede Nacht in mein Kissen. Also das ist schon, da bin ich schon stabil. Nein, das Interessante ist, Sie sagten, das finde ich ganz interessant von dem Machtverlust. Ich hatte ja rein formal gesehen, die Macht nicht, aber die Option auf die Macht hatte eine gewisse Machtaura versprüht. Das hat man auch gemerkt natürlich mit Personen, die mit einem umgehen, davor und danach. Die Aussicht auf Macht ist, glaube ich, noch stärker als die Macht selbst, weil wenn man die Macht hat, sind die Erwartungen gegenüber dem Mächtigen so hoch, dass er sie nie erfüllen kann. Also als die große Wirtschaftsverbände nach der vorvergangenen Wahl sich äußerten, welche Konstellation, Machtkonstellation in Berlin, welche Koalition geschmiedet werden sollte, waren, ich glaube, BDI und andere die allerersten, die gesagt haben, eine große Koalition, in großer Erwartung. Es waren auch die ersten, die gesagt haben, das Allerschlimmste. Warum? Weil diese Projektionsfläche so groß ist, wo man sich einig ist, was man nicht will, aber wenn man definieren müsste, wohin man will, dann würde es sich wieder diversifizieren. Also ist diese Situation jetzt wieder, sagen wir, auf mich oder auf andere, die zu einer Wahl stehen, diese Erwartung, sie oder er könnte es schaffen, sortiert schon so ein bisschen was im Vorraum. Und wenn man es dann nicht erreicht, dann ist ganz gut, wenn man, sagen wir mal, ganz geländegängig im Leben unterwegs ist und ein gutes Umfeld hat, gute Freunde hat, Familie hat und auch, sagen wir mal, auch selbst weiß, und vielleicht kommen wir noch zu dem Kapitel, dass es auch eine andere Macht noch gibt, die sich, also die transzendent da ist und die sich dem Irdischen entzieht und dass man dann sagen kann, man kann sich auch fallen lassen und weiß, es ist in Ordnung. Und insofern, was hat es mit mir gemacht? Ich habe viel gelernt und nutze jetzt die Macht in der Opposition. Man nennt es dann vielleicht Ohnmacht, aber man hat unglaublich viel Macht. Im Verlauf dann, also nach der Konstituierung der Ampelregierung in Mainz, wurde deutlich, wie machtlos plötzlich die neuen Machthaber waren. Flughafen Hahn, die Frage der Pensionsfonds, also ich werde jetzt sehr konkret, aber wir sind machtvoll gewesen, indem wir vors Verfassungsgericht gezogen sind, haben Recht bekommen. Das ist eine große Ambivalenz. Und ansonsten, wenn man ein bisschen heiter an die Sache und nicht verbissen rangeht, ist das auch gut. Und manchmal ist vieles, das ist vielleicht auch ein Anlauf dafür was. Also man weiß es nicht. Herr Özdemir, Sie haben auch schon mal einmal einen richtigen persönlichen Machtverlust erlebt. Und zwar war das vor schon etwas längerer Zeit, als Sie damals innenpolitischer Sprecher waren und zurücktreten mussten, da ging es um Bonusmeilen etc. Da frage ich mich auch, wie fühlt sich das an und wieso macht man dann, was braucht es, dass man dann nachher einfach so weitermacht und weiter danach strebt? Naja, da habe ich ja erstmal nicht weitergemacht, sondern bin aus der Politik raus und hatte eigentlich auch nicht vor, weiterzumachen, sondern komplett zu wechseln.
Da war es mir wichtig, mir selber zu beweisen, dass ich meine Brötchen auch außerhalb der Politik verdienen könnte. Ich war in den USA, ich habe ja kein Abitur, ich habe einen Realschulabschluss und Fachhochschulreife. Mir selber zu beweisen, dass ich Englisch so gut lernen kann, dass ich auf Englisch auch Vorträge halten kann, diskutieren kann oder so, oder also meine Brötchen verdienen kann. Das hat meinem Selbstbewusstsein gut getan, dass ich so viel innere Distanz habe zu meinem Job, den ich mit Leidenschaft mache, aber auch weiß, wenn meine Partei jetzt irgendwie sich positionieren würde auf eine Art und Weise, wie ich es gar nicht akzeptieren könnte, dass ich dann sagen kann, Freunde, lasst uns in Freundschaft trennen, den Weg kann ich nicht mitgehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie das beides immer haben, die Leidenschaft für den Job, dass Sie es gern machen. Ich meine, machen ja auch Opfer für den Job. Mein Mitarbeiter, der hinten irgendwo sitzt, würde jetzt sagen, kein falsches Mitleid, Augen auf bei der Berufswahl, selber schuld, du machst es ja freiwillig. Auf der anderen Seite aber auch, dass man die innere Unabhängigkeit hat, dass man weiß, man ist da jetzt nicht in so einem Abhängigkeitsverhältnis, dass man gar nichts anderes mehr machen könnte. Ich wollte aber, wenn ich darf, auf die Frage von Herrn Hank, die hat mich natürlich jetzt auch beschäftigt, sagen, ich bin ja eigentlich jemand, der jetzt von der Biografie her ja gar nicht sitzen dürfte. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, aus einer Migrantenfamilie, in der ersten Klasse, man kennt die Geschichte schon, soll ich sitzen bleiben, in der vierten Klasse Empfehlung Hauptschule, was ich dann auch gemacht habe. Ich höre sie immer wieder gern übrigens. Was? Ich höre sie immer wieder gerne. Und jedenfalls, und das kann ja zu zwei Reaktionen führen. Die eine Reaktion wäre, dass man sagt, gut, so ist es halt, Pech gehabt. Die andere Reaktion kann ja auch eine sein, aber ich zeige es. So, jetzt ist aber das nicht gut, wenn es zu viele gibt, die sagen, schade, Pech gehabt. Genau. Also da gibt es auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die sich daraus ableitet, dass die Zahl möglichst minimiert sein sollte. Aber bei mir war es jedenfalls die Reaktion, ich zeige es. Und das Spannende bei mir ist, das hat mich ja mein ganzes Leben lang begleitet. Also ich sollte nicht Bundesvorsitzender werden. Viele mächtige Leute meiner Partei wollten es nicht. Und so bin es aber geworden. Ich sollte es nicht verlängert werden. Jetzt bin ich längst amtierender Vorsitzender dieser Partei. Einer Partei, die eigentlich Vorsitzende überleben diese Partei normalerweise nicht. Ich habe da die Kultur, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Oder ich sollte nicht Spitzenkandidat werden. Hatte nur wirklich sehr mächtige, sehr starke Gegenkandidaten. Bin es aber trotzdem geworden. Zwischendurch haben Sie alle gesagt, wenn der Habeck gemacht hätte, dann wäre es gut gegangen. Aber mit dem Özdemir sieht man schon, kann nicht funktionieren. Und wird die Wahl verlieren, jetzt hat er aber die Wahl noch gewonnen. Also, so, ja, das ist also eine Frage der Perspektive. Naja, also ich würde mal sagen, im Verhältnis zu dem Wahlergebnis der CDU, CSU, glaube ich, haben wir sie krachend gewonnen. Aber, ja, jetzt aber kein die Salz. Absoluten Zahlen sind ja auch ganz wichtig. Ja, die sind gut, die absoluten Zahlen. Ja, also jedenfalls... So, und ich glaube, das kann auch diese Reaktion hervorrufen. Im Buch ist ja auch was drin, was ich ganz spannend finde mit den Aufsteigern. Also da geben sie auch Tipps. Das finde ich ganz spannend. Und da habe ich mich auch, der Teil, der hat mich besonders interessiert, da habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Es ist natürlich schon so, wenn wir ehrlich sind, gibt es natürlich auch diese selbstreproduzierenden Eliten. Jetzt gucken Sie mal an, Sie haben vom Winterkorn gesprochen. Sie haben vom ehemaligen Arkandor-Chef, könnte man noch hinzufügen, und viele andere. Ich verkehre manchmal in diesen Kreis. Und es ist ganz spannend, wenn Sie jetzt aus einem ganz anderen sozialen Milieu kommen und mit denen zu tun haben. Da haben Sie schon so das Gefühl, das ist eigentlich ein abgeschlossener Kreis von Leuten, die haben die gleichen Bücher gelesen, die haben die gleichen Hobbys, dass sie Golf spielen. Ich kann damit nichts anfangen. Die haben, sagen wir mal, einen ähnlichen Lebensstil, eine ähnliche Einkommenskategorie, hatten ein ähnliches Elternhaus und so weiter. Und das ist schon ganz spannend, wenn jemand aus einem ganz anderen Milieu da eindringt. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, das ist ein ganz großartiger Film, Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss, wo mal das Experiment gezeigt wurde, zwei Kinder werden von der Hebamme, weil sie sich an dem Arzt, der sie betrügt, mit dem sie eine Beziehung hatte, rächt sie sich, indem sie zwei Babys vertauscht. Das eine Baby kommt aus einer Familie, die man gemeinhin als asozial bezeichnen würde, also schlimmes Wort, und die andere Familie kommt aus einer aristokratischen Familie. Und die Kinder werden vertauscht. Und um sich nochmal zu rächen, schreibt sie später einen Brief und löst das Rätsel auf. Und dann müssen die Kinder zurück in ihre Ursprungsmilieus.
Also das eine Kind, das aufwuchs quasi in einer Familie, wo irgendwie ganz viele Kinder sind und der Fernseher läuft und so weiter. Ich will es jetzt nicht weiter ausmalen, lohnt sich, muss dann in die aristokratische Familie. Und das Kind, das in der aristokratischen Familie aufgewachsen ist, muss in die andere Familie. Und es ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen fühlte ich mich so, als ich 1994 das erste Mal gewählt war. Und ich musste an einem Empfang teilnehmen, am Bundespräsidialamt, beim Bundespräsidenten mit dem ausländischen Staatsgast. Und ich hatte eingestiegen gleich. Ja, das habe ich mir auch. Immer noch bei der heimischen Sparkasse das anfangen. War auch mein erster Gedanke. Was mache ich hier? Und vor allem, wann fängt der Erste an, Wasser einzuschenken, damit ich weiß, welches Glas das richtige ist? Weil ich wusste es nicht. Bei uns zu Hause hat man halt nur ein Glas auf dem Tisch gehabt und nicht 3-4 Gläser oder 3-4 Messer und so weiter. Also will damit sagen, da gibt es natürlich bestimmte Codes, die in bestimmten Schulen, auf die man geht, auf bestimmten Hochschulen, auf die man geht, in bestimmten Milieus, in denen man sich bewegt, schön weitergegeben werden und tradiert werden. Und ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben jetzt mit Blick auf die Flüchtlinge hier wird doch sein, wie kriegen wir die Durchlässigkeit der Gesellschaft verstärkt, damit wir da mehr Erfolgsstories produzieren. Ansonsten geht die Gesellschaft auseinander und das kann nicht gut sein für uns. Aber ich würde nochmal trivialerweise sagen, das kriegen Sie, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, halt tatsächlich nur durch Wettbewerb hin. Es gibt diesen berühmten Elitenforscher Hartmann, der immer sagt, die Eliten reproduzieren sich nur. Das ist natürlich auch so. Aber es gibt ja eben das Gegenteil, dass die sich selbst reproduzierenden Eliten darin dann auch lahm werden, weil sie eben gar nicht mehr aufpassen, was es an Ansporn, an Antrieb. Und das ist die Chance für die Özdemirs zu sagen, denen zeige ich. Die wissen zwar, dass man von Messer und Gabel von außen nach innen nehmen muss, aber ansonsten haben sie überhaupt jeglichen Antrieb verloren, weil sie meinen, wir bleiben ja ohnehin immer oben. Und so schaffen es die Hiesinger zu ThyssenKrupp etc. Und das ist der Vorteil natürlich, wenn Macht bestreitbar ist, wenn man weiß, ich habe nicht das Monopol und die wird immer bei mir bleiben. Bin ich entweder auf der Hut, das heißt, dass ich mir nicht selbst genüge, also in den eigenen Kreisen, oder ich werde abgelöst. Mhm. Und deshalb ist Macht, und das finde ich auch eine tolle These hier im Buch, macht eine Antriebsfeder für Innovation. Mhm. Wer nicht den Anspruch hat, etwas Neues zu schaffen, also einen besseren Geistesblitz zu haben und auch zu überzeugen. Also wenn wir kandidieren, haben Kampfkandidaturen der eigenen Partei, da kann ich nicht daherkommen und sagen, Hauptsache die Krawatte sitzt richtig oder die Frisur ist in Ordnung, sondern da muss ich was vorlegen und nicht das, was die Vorgänger schon seit 10 Jahren oder hunderten Jahren vorgelegt haben, sondern was Neues, anders daherkommen. Auch wie wir unsere Wahlkreisarbeit heute machen, ist eine ganz andere. Wie wir im Internet kommunizieren, ist eine andere. Wie wir Wahlprogramme machen. Ob es eine bessere ist, ist was anderes. Aber es bringt Neues hervor. Und deshalb ist Lob der Macht etwas. Wenn sie kontrollierbar ist, die Macht, wenn sie abrufbar ist, die Macht, wenn sie wechseln kann, wenn dieser Wettbewerb da ist, in der Macht. Ich glaube schon, deshalb bin ich ein Fan auch des Föderalismus und bin gegen Zentralisierung. Also gegen Zentralisierung übrigens auch von wichtigen politischen Feldern, zum Beispiel der Bildung oder anderer Punkte. Wenn wir nämlich den Wettbewerb haben, geht es nicht hin zur Nivellierung, sondern zur Optimierung. Und so verstehe ich auch das Thema Macht. Aber umziehen können muss man schon noch in Deutschland, ohne dass das Kind also, irgendwie ein Jahr verliert oder 2 Jahre zurückgeworfen ist. Ich weiß nicht, wie häufig man von einem ins andere Bundesland umzieht, aber auch da gibt es schon sicherlich Hilfen. Aber ich glaube, das ist ein Argument, aber es wäre das schwächste Argument, damit man, sagen wir, vom Föderalismus wegkommt und zentralisiert. Da gibt es schon andere Hilfen, glaube ich. Okay, es klingt schon fast wie ein Schlusswort und wir unterhalten uns jetzt schon sehr lange. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen, weil wir überhaupt nicht über die Koalitionsverhandlungen, die anstehenden, gesprochen haben. Würde ich das gerne zumindest zum Schluss einmal ansprechen, weil es da ja auch um Macht und Durchsetzung von Macht geht. Und zwar eine kurze Frage einfach an alle drei hintereinander mit Bitte um kurze Antwort. Haben wir denn eine Regierung zu Ende des Jahres? Und wenn ja, bleibt die 4 Jahre im Amt? Vielleicht fangen Sie an. Eigentlich müssten Sie zuerst Frau Glöckner fragen, weil ich glaube, die haben gerade den größeren Sortierbedarf. Wir haben schon den Überblick. Weil Sie ja natürlich auch noch eine Schwesterpartei haben. Und ich meine, das ist jetzt nicht zynisch, das ist nicht einfach, das ist nicht trivial, das ist ja auch klar. Und wir haben uns soweit jetzt aufgestellt, sortiert und
Und jetzt harren wir der Dinge, dass irgendwann mal eine Einladung kommt zu den Gesprächen. Und auf die Gespräche gehen wir gut vorbereitet, auch mit dem Willen, weil wir uns klar darüber sind, das ist jetzt nicht nur irgendwie das Interesse der Partei, sondern es ist auch das Interesse des Landes. Aber es ist auch klar, wir haben den Auftrag von den Wählern. Ein paar Punkte, die sind uns sehr, sehr wichtig. Und auf der Grundlage gehen wir in die Gespräche rein. Was wir nicht machen, ist, dass wir jetzt im Vorfeld schon irgendwie sagen, wenn das nicht, ja, dann reden wir nicht, weil ich glaube, dann kommt man nicht voran. Und dann hören wir uns das an. Und ich gehe in ein Gespräch immer rein mit der Haltung, dass ich mir mal anhöre, was die anderen uns zu sagen und zu bieten haben. Und so testen wir das. Und wenn das am Ende reicht und alle drei als Sieger draus gehen, ich glaube, anders geht es gar nicht. Ich glaube, wenn jetzt einer das Gefühl hat, wir haben uns über die anderen durchgesetzt und sie gedemütigt und so, dann kann man es auch gleich lassen. Das wird nicht erfolgreich, das wird dann auch keine erfolgreiche Regierung. Die Haltung muss sein, alle drei müssen irgendwie sich wiedererkennen und das Gefühl haben, sie haben da ihre Akzente gesetzt und dann kann es funktionieren. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn es nach uns geht, gerne, aber den Zeitplan werden wir wohl nicht ganz alleine bestimmen mit 8,9%, könnte ich mir vorstellen. Frau Klöckner? Ja, also erstmal kann man ja nicht so lange wählen, bis die Konstellation rauskommt, die man gerne hätte. Und insofern ist Koalitionsbildung auch harte Arbeit. Und da muss jeder bereit sein, auf den anderen zuzugehen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist Fairness, fair im Umgang miteinander, in der Tat keine roten Linien vorher zu setzen. Und dann miteinander auch vertrauensvoll ins Gespräch zu kommen. Die Kanzlerin wird das Telefon zur Hand nehmen und wird mit allen Parteivorsitzenden außer AfD und Linke sprechen. Dennoch werden wir auch der SPD das Angebot machen. Das gehört, finde ich, zum Anstand dazu. Auch wenn die SPD wahrscheinlich nicht dahinter zurückfallen kann, hinter dem, was sie jetzt verkündet hat, dass sie auf alle Fälle der Opposition bleiben möchte. Also nicht möchte auf Dauer, ich glaube, das hat sie so nicht gesagt, sondern jetzt in dieser Legislatur. Und dann wird man, also das eine ist das Sondieren und das andere ist dann den Koalitionsvertrag aushandeln. Und da wird Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen. Da haben wir gelernt. Aber das weiß ich nicht. Also Weihnachten, also als Kind hat sich für mich, sagen wir, von September bis Dezember immer lange gezogen bis Weihnachten. Als Kind konnten wir es kaum erwarten. Heute geht es schneller, je älter man wird, umso mehr merkt man, wie schnell die Nummer rumgeht hier. Also ich sage jetzt mal so, Hauptsache die Päckchen stimmen, dann kann man auch nach Weihnachten noch eins auspacken. Aber ich weiß, ich kann mir das vorstellen, dass wir das bis Weihnachten hinbekommen. Und dann tritt man natürlich an und macht doch dies. Man ist ja dann echt in den Mühen und da gibt es auch andere Lebensqualität als Stunden zu verhandeln. Dann will man auch, dass das 4 Jahre hält. Also alles andere. Also ich kann mir keinen vorstellen von uns, dass wir sagen, nee, lasst uns nur mal auf 2 Jahre machen. Dann will man das ja auch eine Legislatur machen. Das war ja Ihre zweite Frage. Rainer, möchtest du auch einen Tipp abgeben? Gerne. Und nutze es, um nochmal einen Schlenker zum Buch zu machen und auf das kleine theologische Kapitel hinzuweisen, das Sie gerade auch schon angesprochen haben. Da geht's, also ich habe ja deutlich gemacht und Sie haben da zugestimmt, Monopolisierung der Macht ist immer ein Problem. Und das ist nicht nur auf Erden so, sondern auch im Himmel so. Der Machtanspruch des allmächtigen Gottes, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, halte ich für außerordentlich problematisch. Ich glaube auch jedenfalls den Thesen, die sagen, der Monotheismus hat auch Böses eben deswegen angestellt. Es gibt ein schönes Zitat, auch sehr berühmtes, des katholischen Philosophen Lord Acton, 19. Jahrhundert England. Macht korrumpiert, das glaube ich gerade nicht, aber absolute Macht, also Macht kann korrumpieren, aber absolute Macht korrumpiert absolut. Und das ist so und das ist im Himmel so, es ist aber auch auf Erden so und deswegen glaube ich es auch, wenn eine Kanzlerin sagt, ich bin eure Kanzlerin, ihr sollt keine anderen Kanzlerinnen neben mir haben, das wird auf Dauer auch nicht gut gehen. Verfassungsrechtlich wäre es auch problematisch, nebeneinander zu haben. Nee, aber, wie mit den Päpsten. Aber hintereinander und ja. Ich weiß nicht, wann diese, ich glaube eigentlich, aber da folge ich dem Kollegen Ralf Bollmann, dass das schneller geht, als man es denkt, weil so weit weg sind die drei nicht und die CSU ist eher das größere Problem. Ich glaube, das geht eher schnell, aber ich glaube, gehört wahrscheinlich auch nicht so arg viel Mut dazu, jetzt zu sagen, es werden keine 4 Jahre Angela Merkel sein. Darauf würde ich eine ordentliche Portion nahe Wein. Der ist ja unbezahlbar. Verlangt das jetzt noch eine Antwort? Aber ich hatte den Punkt, weil wir beide ja Theologen sind. Ich finde wirklich, dieses Kapitel, das darf nicht unter den Tisch fallen. Das muss unbedingt stärker hervorgehoben werden von allen, die das lesen und darüber schreiben.
die Frage nach dem, der Allmacht, also die Allmacht eines Gottes, der Anspruch, der Allmachtsanspruch, der göttliche Allmachtsanspruch, der dann monopolistisch ist, ist ja eine Relativierung des Machtanspruches der Menschen. Also der Machtanspruch im Transzendenten, Relativierung im Immanenten. Und das Interessante ist natürlich, wenn wir auf heute schauen, diese Pervertierung, das heißt, es wird ja gerade verdreht, das heißt, das, was relativieren soll, wird heute genutzt zur Legitimierung im Innerweltlichen einen Machtanspruch durchzusetzen, wenn man nämlich den einen Glauben, den einen Gott durchsetzen will und Glaube, Religion und Politik und gesellschaftliches Leben in einem gehen. Und dann passiert nämlich das, dass man versucht, Allmachtsansprüche durchzusetzen und dann wird's übel. Und das ist die Problematik dann und dann kommt wieder die Frage, kann man das relativieren und im Wettbewerb optimieren? Und ich hatte gedacht, Sie wollten auf die Merkel antworten. Ja, vielleicht war das... Nein, Quatsch. Nein. Das hätte ich noch interessanter gefunden. Das machen wir bei der nächsten Auflage. Es gibt eine schöne Stelle aus dem Neuen Testament, die großartig passt, jetzt um das abzurunden. Und das hier zusammenfasst, wenn ich das als säkularer Muslim sagen darf, die kennen Sie alle. Und wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich doch ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. 1. Korinther 13. Na, noch zu Johannes. Ja, vielen Dank. Schön. Im Rallye-Unterricht vielleicht der Beste. Vielen Dank, Herr Özdemir, vielen Dank, Frau Klöckner, vielen Dank, Rainer Hank. Und für alle, die jetzt Lust bekommen haben auf das Buch, es gibt es dort hinten auch zu kaufen.